Kennst du das Gleichnis von den ungleichen Söhnen? Jesus erzählte mal ein Gleichnis, das ging ungefähr so. Ein Vater hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und fragte, kannst du mir bitte heute im Weinberg helfen? Nö, keine Lust. Später bereute der Sohn aber seine Antwort und ging doch hin. Da ging der Vater zum zweiten Sohn und fragte ihn dasselbe. Na klar, Papa, antwortete der. Aber dann ging er doch nicht in den Weinberg. Da fragte Jesus seine Zuhörer, wer von den beiden hat jetzt den Willen seines Vaters erfüllt? Die Antwort kannst du dir bestimmt denken. Und was könnte Jesus damit gemeint haben? Jesus stellt einen klaren Gegensatz zwischen den beiden Söhnen auf. Der erste reagiert patzig, der zweite respektvoll gegenüber seinem Vater. Aber gerade der unhöfliche Sohn erfüllt am Ende den Willen des Vaters. Man kann also seine Meinung ändern und umkehren. Schöne Worte allein reichen nicht, es müssen Taten folgen. Und Jesus spricht noch eine andere Ebene an. Der Weinberg ist ein versteckter Hinweis auf das Reich Gottes. Jesus will also seine Zuhörer dazu aufrufen, am Reich Gottes mitzuarbeiten. Oder wie siehst du das?